Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Und ich möchte euch heute mal die neue 562 XPG Mark II in der Facelift-Version vorstellen. Der Unterschied zu dem Vorgängermodell: Wir haben nochmal eine verbesserte Schneidgarnitur mit X-Cut-Kette. Dann habt ihr wie gewohnt die Schnellverschlüsse zum Aufdrehen. Ich habe jetzt beides schon was getankt, Gemisch und Kettenöl. Dann habt ihr ein verbessertes Luftfiltersystem. Hier. Und ihr habt gekapselte Kurbelwellenlager. Also nochmal ein verbessertes Lagersystem, dadurch eine höhere Lebensdauer von der ganzen Maschine. Schnellverschlüsse wie gehabt, wie bei allen Profimaschinen und bei den meisten Hobbymaschinen, braucht ihr bloß mit dem Schlüssel aufmachen, könnt ihr die Haube schön runternehmen. Dann habt ihr einen Primer zum Vorpumpen für den Kraftstoff, dann braucht ihr nicht so oft ziehen. Wenn er kalt ist, so 3-4 Mal drücken, wenn der Sprit da ist. Dann ist das die Variante mit Griffheizung. Die wird hier eingeschaltet. Nach unten ist es aus, nach oben ist es ein. Hat er den Vorteil, ihr habt vorne und hinten warme Hände. Gerade wenn man nasse Handschuhe hat, ist das also wesentlich angenehmer. Gibt es natürlich auch ohne Griffheizung das Modell. Ihr habt einen Winkelkettenspanner. Wir müssen auch die Kette noch ein bisschen nachspannen, weil ich habe es vorher mal Probe laufen lassen, die Maschine, weil die Nagel neu ist. Und da muss man in der Regel die Kette erst einmal ein bisschen nachspannen. Also hier locker machen und dann hier nach rechts drehen, wird es nachgespannt. Natürlich nicht zu streng und nicht zu locker sein. Was noch ein Unterschied ist, was ich vorher vergessen habe, ihr habt eine neue Ölpumpe, verbesserte Ausführung. Natürlich wie bei allen Profimaschinen kann man die Fördermenge auch verstellen. Da braucht ihr hier bloß so reingehen und dann könnt ihr weniger oder mehr drehen, je nachdem. Also das ist jetzt voll auf und das ist halb. Da wir jetzt eine 45er Schiene haben und was Dickes schneiden wollen, drehen wir es ganz auf. Also heißt, da haben sie zwei Stellungen, einmal hier und einmal hier ungefähr, also halb und voll. Mehr Stellungen hat die nicht mehr, die Ölpumpe. Vom Startvorgang her ist es eigentlich wie bei allen mit Autotune-Motorsägen. Also ihr braucht bloß hochgehen, auf Start, Primer drücken, also wie gesagt so 3-4 Mal, wenn der Sprit da ist, dann ist es okay. Und dann anziehen. Wenn sie schon gelaufen ist, braucht sie eigentlich bloß anziehen, dann braucht sie nichts machen. Wenn sie Gas gibt, geht es automatisch auf Standgas zurück und nach unten ist zum Ausstellen. Jetzt zeige ich euch jetzt praktisch. Die geht auch sehr gut, die Maschine hat super Leistung, vor allem sehr giftige Beschleunigung. Also wirklich eine Top-Säge, wird auch für viele Profi-Anwender, Staatsforsten und andere Profi-Anwender benutzt. So kann ich euch sehr empfehlen. Da habt ihr eine richtige Powermaschine. Und ist trotzdem relativ leicht. Schutzausrüstung natürlich, Schnittschutzschuhe, Schnittschutzhose, Arbeitsjacken. Also ich habe jetzt auch Schnittschutzhandschuhe, einen drin, im anderen nicht. Gibt es natürlich auch von Husqvarna oder andere, was man halt bevorzugt. Ich würde euch Handschuhe empfehlen, wo ihr einen Gerätverschluss haben, dass ihr nicht die ganzen Späne drin habt. Dann natürlich Helm. Am besten noch mit Drehverstellung könnt ihr halt schöner einstellen, vor allem wenn ihr Handschuhe anhabt. Dann entweder zwischen die Füße klemmen oder Fuß reinstellen, Dekompressionsknopf eindrücken, dann geht es leichter ziehen, Bremse reinmachen. Halt, ist schnell runtergegangen.
wichtig ist, am Anfang immer ein bisschen warm laufen lassen, bevor er ins Holz geht. Am Anfang hat es bloß ein bisschen Daumen mit dem Start, weil ich vergessen habe, dass ich den wieder hochschalte auf Kaltstart. Sonst springt der natürlich schon schneller an. Aber jetzt gesehen, das ist jetzt der gleiche Holzstamm, wo ich letztes Mal mit der Stiel MS400 geschnitten habe. Also von der Power ist die schon, finde ich, jetzt besser, ehrlich gesagt. Aber vergleicht es einmal selber, ihr könnt euch ja das andere Video von der Stiel MS400 einmal im Vergleich anschauen. Und was halt noch der Unterschied ist, die gibt es halt auch mit Griffheizung. Die Stiel gibt es leider nicht mit Griffheizung. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es ja, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir. Im Anschluss vom Video verlinke ich euch wieder im ersten Kommentar, wie immer, die Säge mit den ganzen technischen Daten. Würde mich freuen, wenn es euch interessiert, sucht es mir einfach. Dankeschön.